In diesem schlichten Haus in einem Flüchtlingslager in Gaza übt die Tanzgruppe B-Boy Funk Breakdance-Figuren. Breakdance, ursprünglich in den Bronx von New York entwickelt, wird auch bei Palästinensern immer beliebter. Immer wenn wir uns gelangweilt fühlen, gestresst oder unter Druck, kommen wir hierher, um unseren ganzen Frust in den Tanz zu stecken. Die 70% der 1,8 Millionen Bewohner im Gazastreifen sind unter 30 und urbane Kultur ist angesagt. Aber junge Künstler haben es schwer in einer konservativen Gesellschaft, die seit Jahren von der radikal-islamischen Bewegung Hamas regiert wird. So darf B-Boy Funk kein eigenes Kulturzentrum eröffnen. Weil wir Tänzer sind, sagen sie, wir würden versuchen, neue Regeln und Traditionen in unserer Gesellschaft einzuführen. Darum akzeptieren sie unsere Kunst nicht. Sie sagen, wir sind eine Disco und keine Künstler. Ohne offizielle Genehmigung haben Künstler im Gazastreifen es schwer, eine Nische für sich zu finden. In diesem kleinen Theater spielt die Band Watin, zu Deutsch Gitarrenseite, orientalisch beeinflussten Rock. Auftrittsmöglichkeiten gibt es kaum für sie. Für Musiker ist es hier schwierig. Israel hindert sie daran, aus dem Gazastreifen ins Westjordanland und nach Jerusalem zu kommen. Und wegen der wirtschaftlichen Probleme sehen sich viele gezwungen, etwas anderes zu machen. Wegen der israelischen Blockade des Gazastreifens fehlt es außerdem an Instrumenten und weiterem musikalischem Equipment. Armut, Arbeitslosigkeit und keine Zukunftsperspektiven. Es gibt viele Gründe für die Menschen im Gazastreifen, Ablenkung in der Musik und beim Tanzen zu suchen.